Ja, moin. Heute möchte ich euch mal die Snappy-Säge der Lagazzo Custom Loose Schmiede vorstellen. Die Köder sind im Prinzip Köder, die man halt ein bisschen tiefer fischen kann. Das zeichnet die im Prinzip aus. Wir haben lange rumexperimentiert, um dann vernünftig den Lauf hinzukriegen und die Köder aber trotzdem tief anbieten zu können. Das heißt, dass man die Köder super halt an tiefen Schafkanten, Krautfeldern oder im Freiwasser anbieten kann und halt einen Köder hat, der auch am Boot dann relativ tief noch ankommt. Ja, was dann auch wichtig ist, um die Fische dann aus der Tiefe mit hochzulocken. Ja, angefangen mit den 11 cm Modellen, aufgehört mit den 17 cm Modellen. Ja, und alle vier Größen, also 11, 13, 15 und 17 cm, gibt es mit Tee und ohne Tee. Ja. Das 11 cm Modell ist relativ leicht, so mit 55, 60 Gramm und kann auch super mit der Spinnrute gefischt werden. Ja. Also relativ Litter Bait. Ja, mit Tee. Die kleinen Snappies, die Snappy XS, kommen dann auch mit einem eingebauten Magneten. Hier ist noch ein Testköder, da ist der Magnet hier unten angebaut, um den Haken dann wirklich stabil am Rumpf zu haben, sodass er sich im Tier nicht verhakt. Ja, das ist das kleine Modell. Dann haben wir das 13 cm Modell. Einmal wieder mit Tier, wo hier die Spirale drauf ist, die dann mit einem Tier bestückt wird. Und das Modell ohne Tiel. Ähnlich wie bei der Victim-Serie ist es so, dass die Modelle ohne Tiel halt ein bisschen schneller sinken, dadurch, dass der Tiel nicht bremst und man die auch ein bisschen weiter werfen kann. Ja. Ist interessant, um aktive Fische zu befischen, um relativ zügig zu fischen. Das kann man mit dem Tiel-Modell auch machen. Man kann mit dem Tiel-Modell aber auch ganz entspannt und ganz langsam in kurzen Bahnen die inaktiven Fische reizen. Und dann einfach auf den Einschlag warten. Bums. So. Ja, und dann haben wir noch das 15 cm Modell. Ist so eine mittlere Größe für ein Jerkbait. Ja, es ergibt eine schöne Silhouette im Wasser. Die haben wir auch wieder als Modell ohne Tiel. Und dann Modell mit Tiel. Hier fehlt jetzt der Tiel. Gut, egal, ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, zwei verschiedene Modelle. Mit verschiedenen Farbakzenten, Folien etc. drauf. Und dann noch das große Modell. Einmal wieder ohne Tiel, mit diesen super geilen Folien, die im Wasser echt aussehen wie eine Disco-Kugel. Und dann das Modell mit Tiel. Relativ groß, schöne breite Flanke, macht schön Druck im Wasser und fällt einfach auf. Ne? Und das Geile ist halt, dass man die wirklich schön tief fischen kann und dann aus der Tiefe die Fische einfach hochziehen kann. Und dann eigentlich bloß noch auf den Einschlag warten muss. Und kommen sie. Ja. So, dann habe ich bei den Modellen der Snappy-Serie sowie auch bei den Modellen der Victim-Serie 23 verschiedene Farben. Die will ich jetzt nicht alle zeigen, aber so ein paar Highlights halt. Ne? Da fängt es an mit den Ködern, die halt klassisch mit Airbrush angemalt sind. Die haben jetzt keine Holographie-Effekte oder so, aber sehen halt auch im Wasser geil aus. Ist gerade gut, wenn die Sonne halt ziemlich hoch steht und so Blitzeffekte oder so eine Scheuchwirkung haben. Wenn es so ein bisschen angetrübt ist, das Wasser, dann macht sich diese Reflexfolie sehr gut. Ja, die hat so ein leichtes Schuppenmuster drauf. Blitzschön im Wasser, sieht sehr natürlich aus. Und also mit der kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist so der Alleskönner unter den Farben. Shed Reflex. Und dann haben wir halt diese Holofolien, ne, die halt super geile Effekte im Wasser zaubern. Bei wenig Sonnenlicht hat man noch schöne Blitze im Wasser. Das heißt, dass die Fische dann auch aus größerer Entfernung dann auf den Köder aufmerksam werden. Und dann im Großteil der Fälle zumindest mal gucken kommen. Und meistens auch beißen.